Leute, hier ist euer Andi und herzlich willkommen zurück zum dritten Live-Commentary in Folge hier in Black Ops 2. Wie gesagt, für alle, die anderen nicht mitbekommen haben, es ist ja so, dass ich im Moment wegen Padawan nur sehr wenig regelmäßigen Content raushauen kann auf meinem eigenen Kanal. Mit dabei sind solche Sachen wie das Portal 2 Let's Play oder Hidden, auch die Live-Commentary-Serien. Aber viele von euch scheinen eben auch nach dem aktuellsten Call of Duty-Teil, da ich aber ja zeitlich so eingespannt bin, dass ich nur sehr schwer Zeit finde, normale Post-Commentaries für meinen eigenen Kanal herzustellen. Dachte ich mir, mache ich was viel Einfacheres und bringe euch zwar Black Ops 2, aber in Form von Live-Commentaries, die für mich einfach wesentlich einfacher und entspannter zu machen sind. Und genau das machen wir hier gerade. Nicht mehr und nicht weniger. Und wer die anderen zwei noch nicht gesehen hat, bekommt diese in der Beschreibung verlinkt, würde ich mal sagen. Da sind einige schöne Matches dabei, vor allem das erste Match ist sehr ansprechend und heute sind wir in Stellung dabei und haben die Killstreaks Drohne, Blitzschlag und den, den Loadstar, richtig, das wollte ich sagen, haben wir dabei. Und wir wollen natürlich den Loadstar möglichst heute bekommen und in Stellung ist es auch nicht so wahnsinnig schwer. Ich dachte, ich hätte da unten einen gesehen. Okay, der ist tot. Der ist doch nicht tot, der ist da oben drauf. Ach, keine Ahnung, auf den. Nein, mit einer RPG, was ist denn los mit dir, Alter? Mit einer Bacon-Tarnung, ey. Da weißt du schon genau, was das für ein Typ ist, ey. Kauft sich diese kostenpflichtigen Tarnungen und tötet mich dann mit einem RPG da drauf, Alter. Ist ja nicht mehr feierlich, ey, was hier abgeht. Es ist, naja. Bestimmt hier jetzt. Komm, Teammates. Oh, der schon wieder mit seinem RPG, Alter. Oh nein, darauf lasse ich mich ganz sicher nicht ein. Man muss auch wissen, wann man einen Rückzieher machen muss. Und das ist auf jeden Fall eine der Situationen gewesen, wo ein Rückzieher fällig ist. Was der da macht, weiß ich nicht. Was der da macht, weiß ich auch nicht. Warum der mich nicht getötet hat, aber hat mich nicht getötet und das freut uns. Oh, Gottes Willen, wo bin ich noch am Leben, ey? Harte Scheiße. Nice. Nein, ich bin tot. Blitzschlag. Hä, ich dachte Blitzschlag. Hat er nicht Blitzschlag gesagt? Blitzschlag, nein. Oh, hat gerade voll gelegt. Hallo? Okay, lol. Meine Maus hat gerade gehakt, weswegen ich einfach geschossen habe. Okay, Stellung habe ich eingenommen. Sehr nice. Habe ich einfach mal aus Versehen 200 Punkte bekommen. Quasi. Machen wir mal hier die Blitzschläge drauf. Naja, ein Kill geht besser. Aber was soll's? Besser als null. Ist schon wieder der RPG-Typ. Muss man sich vor in Acht nehmen. Ich bleib nochmal kurz hier. Oh, nein! Was? Alter, der verreckt einfach nicht, Mann. Guck dir den Typen an, ey. So eine Scheiße. Das sind so Tode, die habe ich einfach absolut nicht verdient. Es ist, der hätte eigentlich tot sein müssen. Genauso wie der, ey. Dann legt er sich auf den Boden, Mann. Der war schon angefrackt. Der einfach aus der Hüfte. Mit einer scheiß LMG, Alter. Die schießt kein Mensch aus der Hüfte, Alter. Wenn du die im echten Leben aus der Hüfte schießt, ey, das zerfetzt dir ja sämtliche Knochen, ey. Meine Güte, ey. Wow, leck. Schon wieder. Was ist denn los, ey, mit meinem Spiel? Vor allem, es sind nicht so Internet-Lags, sondern es sind FPS-Lags. Und ich wurde natürlich wieder von der Hunter-Killer anvisiert. Muss natürlich sein, bei jedem verkackten Gameplay muss auch eine Hunter-Killer dabei sein, die dich tötet. Oh, wow. Hammer. Freut man sich richtig. Was haben wir denn hier für Waffen? MSMC mit Schalldämpfer. Weil ich habe ja einen zu niedrigen Level für, wie heißt es, Plünderer. Weswegen es
nötig sein wird auf Dauer, dass ich eine andere Waffe aufnehme und besser früher als zu spät. Logischerweise. Wir haben noch die Möglichkeit, einen Loadstar zu bekommen, weswegen ich das Spiel noch nicht ganz aufgegeben habe. Kommt der hier hoch? Ne, kommt nicht hier hoch. Also zumindest nicht auf dem Wege. Oh, wow. Nein! Oh, Teammate, ey. Da, oh, C4. Da habe ich Glück gehabt, dass ich von dem C4 nicht gestorben bin. Jetzt habe ich kein Radar mehr, was ärgerlich ist. Oh, Mann. Oh. Ah! Scheiße. Scheiße, ey. Kranke Scheiße. Okay. Haben wir da hinten Leute? Ich weiß nicht. Nee, ich habe keinen Hitmarker mit der EMP-Granate bekommen. Was mich hoffen lässt, dass da von der Seite erstmal nichts kommt. Sehr nice. So. Jetzt versuchen wir doch nochmal ein paar Kills mit dem Lightning Strike zu bekommen. Wir haben... Scheiße, wir haben eine scheiß... Die haben eine scheiß Dragonfire oben. Das fuckt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ab. Weil die... mich theoretisch auf meiner Streak töten könnte. Boah, jetzt ist es richtig knapp. Ich brauche nur noch wenige Punkte, ey. Es würde ein kleiner Assist schon reichen, glaube ich. Ein mickriger Assist. Um einen Loadstar zu bekommen. Und der Loadstar haut generell auf dieser Map eigentlich rein. Soweit ich mich erinnern kann. Oh Mann, Alter. Ich sterbe wahrscheinlich jetzt wieder die 10 Punkte vor dem Loadstar oder so. Nehmen wir mal die MP7 lieber. Komm schon, ey. Oh, einen einzigen Kill noch. Gehen wir mal hier unseren ganzen... Oh, nice. Ah, schade. Wenn ich das zerstört hätte, hätte ich wahrscheinlich auch schon meinen Loadstar bekommen. Aber so kriege ich ihn auch, meine Freunde. Sehr nice. Jetzt machen wir noch ein paar Kills. Und dann können wir auch den Loadstar raushauen. Jetzt habe ich schon wieder die Stellung hier eingenommen. Hammermäßig, ey. So, egal. Loadstar hauen wir raus. Oh, komm schon. Oh, Mann. Wo ist denn... Von wo werde ich denn angeschossen? Das frage ich mich gerade. Ah, warum Hitmarker? Wofür Hitmarker, Mann? Gibt's doch nicht hier. So. Mach nochmal einen Kill. Ja, ja, nice. So, jetzt den noch. Bam. Bam. Ja, nice. Da haben wir doch einige Kills zusammenbekommen. 36,6. Die 40 plus sind noch drin, würde ich sagen, meine Freunde. Nein! Boah! Wie bin ich noch am Leben, ey? Heilige Scheiße. Oh, gleich bin ich nicht mehr am Leben. Boah, heilige Scheiße. Kommen die einfach. So, egal. Da, da, da. Sollte reichen. Bam. Hau raus, komm. Sehr nice. Mal wieder der RPG-Typ, der mich persönlich sehr nervös macht. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch ist. Ob ihr auch so mitfiebert hier in diesem Live-Commentary. Wahrscheinlich nicht, aber... Sehr nice. Lava! Ich habe jemanden mit der EMP-Granate getötet. Was geht denn ab, Alter? Nicht mit dem RPG. Oh, Junge, Alter. Nee, nee, ich zieh mich zurück. Da sind mir zu viele Menschen jetzt. Oh, RPG. RPG, geht weg. Ich muss weg. Blitzschlag. Komm. Nein!
Ah, ich wusste, dass er da kam. Ich dachte, das wäre ein einfacher Knife-Kill, aber nix da, ey. Nix da. Nix da. Ach, natürlich mit Attack 45, Alter. Mein Gott. Und wir haben noch verloren. Was? Meine Teammates. 19, 19, 15, 29. Leute, Leute, Leute. Egal, meine Freunde. War ein erfolgreiches Spiel. Es waren vor allem relativ erfolgreiche Spiele dafür, dass es meine allerersten drei Matches heute waren, die ich alle drei hintereinander in Form eines Live-Commentaries aufgenommen habe. Und zwar noch nicht mal die gleiche Lobby. Es war immer eine neue Lobby. War heute offensichtlich ganz gut drauf, mäßig, wie es aussieht, weil sonst diese Erfolge, vor allem so drei Spiele in Folge, die wirklich gut eigentlich sind, nicht unbedingt Gameplay-würdig, aber für ein Live-Commentary auf jeden Fall akzeptabel. Gnadenlos-Medaille geholt, was denn da los, meine Freunde? Ich glaube, diese drei Live-Commentaries waren sehr unterhaltsam. Ich werde jetzt mal in die Haia gehen um 22:45 endlich mal und ich hoffe, dass ihr mir natürlich freihaltig in die Kommentare schreibt, wie euch diese drei Live-Commentaries gefallen haben, ob davon in Zukunft mehr soll. Aber sein soll, aber grundsätzlich arbeite ich natürlich daran, bald auch dann mal wieder ein normales Post-Commentary für euch rauszubringen, aber wie gesagt, ich bin halt so ein Perfektionist, dass ich das nur sehr schwer in meine ganzen Padawan-Sachen noch mit einfließen lassen kann, weil ich natürlich auch bei Padawan die bestmöglichste Leistung abgeben will, die ich kann. Deswegen diese Live-Commentaries als kleiner Einschub, damit ihr auch mal Call of Duty zu sehen bekommt, während meiner, in Anführungsstrichen, Abwesenheit auf meinem Kanal und eben nicht nur diese vorgerenderten Portal 2 und Hidden-Geschichten, obwohl das auch sehr unterhaltsam ist. Wenn ihr also euch das Ganze noch nicht angeguckt habt, könnt ihr mal mindestens Hidden eine Chance geben. Ich kann natürlich verstehen, wenn Portal 2 sich Leute für nicht interessieren, wenn sie das Ganze schon gespielt haben. Aber Hidden ist ein Spiel, das die meisten von euch nicht kennen werden und selbst wenn, das sehr unterhaltsam eigentlich ist, auch in Videoform. Aber genug gequatscht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt eine Bewertung ab und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Antti.